Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, und zwar, es ist so, ich mache heute ein Video für euch, das sich mehrfach gewünscht worden ist. Und ja, ich habe jetzt alle Bilder rausgesucht. Ich zeige euch heute meine angefangenen Projekte. Die Katrin von Kanal Chaos und Tour hat euch ja da auch schon mal ein Video gemacht und sie hat das liebevoll ihren Stapel der Schande genannt. Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall meine angefangenen Projekte. Es sind einige, also ihr habt jetzt ein bisschen was zu schauen. Ich glaube, es sind um die 24 Stück, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Ich habe es nur einmal schon durchgezählt. Eins kann ich euch nicht zeigen, das ist einfach zu groß. Da werde ich euch ganz zum Schluss, denke ich mal, ein Bild einblenden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber ich denke nicht. Ja, und zwar, wir fangen an. Ich habe es einfach auf den Tisch gelegt. Ich habe es nicht chronologisch irgendwie sortiert oder nach Größe oder sonst was. Also ihr seht es jetzt ganz total durcheinander, wie ich sie angefangen habe. Ich habe erst überlegt, soll ich es nach der Reihenfolge, wie ich sie angefangen habe, aber ja... Ich hatte jetzt auch keine Lust zu, das nochmal alles rauszusuchen, wann ich welches Bild angefangen habe, obwohl ich es schon so ein bisschen im Kopf habe. Aber ja, ich denke, es für euch macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt gleich angefangen habe oder nicht. Ich sage es vielleicht ein bisschen zu den Bildern mit dazu, wie lang das schon angefangen bei mir hängt, ohne dass es weitergepennt worden ist. Es sind einige Bilder, ja. Und ein paar neue, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, sicherlich, und vielleicht auch schon kennt, ne? Ich denke, ihr kennt wahrscheinlich alle Bilder. Ich habe es euch alle, glaube ich, alle gezeigt, ja. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich habe jetzt das alleraktuellste, muss ich sagen, dazu. Und zwar ist das die Chris von Diamond Art Club. Das ist ja mein Anfang in Christmas in July. Da habe ich jetzt gerade hier nur so eine kleine Ecke bisher gepaintet. Das soll ja fertig werden bis Weihnachten, quasi ein Weihnachtsprojekt, das man im Sommer beginnt und das bis Weihnachten fertig werden darf. Ja, ich werde immer einen kleinen Schritt hier auf die Seite gehen, weil ich hier meine Bilder dann hinlegen muss. Es sind ja relativ viele, auch große mit dabei. Klar, die großen, die brauchen immer ein bisschen länger, die kleinen hat man schneller fertig. Deswegen sind es hauptsächlich große Bilder. Jetzt kommt ein Bild, das ihr bestimmt auch schon öfters gesehen habt bei mir, das auch schon sehr, sehr lange angefangen ist. Es ist wirklich ein WIP. Was heißt WIP? Also Work in Progress Projekt, also mein angefangenes Projekt, ne? Das ihr schon kennt. Ihr seht hier, die Leinwand wurde hier auch schon geflickt. Ich habe mit euch mal ein Video gemacht darüber, was man machen kann, wenn einem die Leinwand durchbricht, also oder wenn man außerdem durchschneidet mit dem Skalpell. Da habe ich euch mal ein Video gemacht. Schaut einfach in die Playlist Tipps und Tricks, da ist das verlinkt. Und zwar, tada, der ein oder andere weiß es vielleicht schon. Ja, es sind die Aquarell Herbstlaub. Herbstliches Aquarell heißt es, glaube ich, oder? Herbstlich, also von Diamond Painting Deutschland. Ein wunderschönes Bild, und das hatte ich mich, als ich das gesehen habe, sofort verliebt. Der einzige Nachteil ist bei dem, aber das wurde, glaube ich, schon mittlerweile geändert. Wie gesagt, das Projekt liegt schon sehr, sehr lang auf bei mir. Auf meinem Stash angepaintet. Man sieht hier ein bisschen das schwarze Raster durch. Seht ihr das? An den hellen Farben. Das ist der Nachteil leider bei dem Bild. Ich meine aber, Diamond Painting Deutschland hat das korrigiert. Diese dunklen schwarzen Linien wurden, glaube ich, entfernt. Das gibt es jetzt nur noch, also ohne Linien, so viel ich weiß. Ich meine, ja. Also, ihr seht, es ist so gut wie die Hälfte gepainted. Im Grunde fehlt jetzt ja nicht mehr so viel. Wie groß ist das Bild im Ganzen? 50 mal 75. Also die Hälfte von 75 sind 37,5. Das heißt, 37 mal 50 ungefähr, ne? Was ich noch zu painten hätte, ein bisschen mehr, weil hier fehlt ja. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, das ist
geht schon über die Hälfte rüber. Auf jeden Fall auch ein tolles. Vielleicht nehme ich mir das auch mit raus und paint es im Herbst. Ich habe tatsächlich, jetzt wo ich die alle rausgesucht habe, habe ich auch gedacht, ja, das könnte ich auch mal weiter painten. Ja. Also wie gesagt, ich lege die Bilder hier bei mir auf die Seite, hier unten auf dem Boden. Ich muss sie ja wieder weghängen irgendwie, aber ich habe mir schon überlegt, ob ich mir nicht direkt einen Bügel mache, wo ich meine angefangenen Projekte habe. Weil ich habe im Moment habe ich so gemacht, dass ich habe ja meine Bilder alle auf Bügeln hängen. Das zeige ich euch mal, wenn ich meine Roomtour mache. Und da ist es größenmäßig, sind die aufgehängt und da hängen halt in den Größen dann die angefangenen Projekte. Ja, jetzt kommt ein Bild, das auch schon sehr lang angefangen ist, was ich total schön finde und was ich unbedingt bald mal weiter painten möchte. Da habe ich schon oft, so oft dran gedacht. Das muss ich immer. Und zwar ist das die Mottentänzerin von Harena Art. Das habe ich damals gekauft bei Your Diamond Painting. Die Firma gibt es ja nicht mehr. Aber ist das nicht schön? Ich finde es so schön. Und auch die Farben, mega toll. Also absolutes Herzensprojekt. Das gefällt mir richtig gut. Also das darf auch nicht mehr so lange. Das werde ich wahrscheinlich jetzt hier mal ein Bild irgendwie sagen, gefühlt wahrscheinlich. Ja, aber so ist es auch. Kennt ihr das nicht auch? Wenn ihr angefangene Projekte habt, dass ihr sagt, ach, das könnt ihr doch jetzt mal so langsam weiter painten. Ach, wenn man das in die Hand nimmt, dann findet man es wieder so schön. Wie es halt so ist. Jetzt kommt ein Projekt, das ist so gut wie fertig. Ich sehe schon, da fallen schon die Steinchen raus hier. Ja, das werde ich sicherlich dieses Jahr fertigstellen. Es fehlt da wirklich nicht mehr viel. Ich zeige es euch. Oh, das habe ich auch schon dieses Jahr in die Kamera gehalten. Ich glaube, das habe ich mal gezogen beim Diamondopoly. Und ja, hier muss ich echt gucken. Ihr seht, hier fallen überall so ein bisschen die Steine raus. Es liegt an der Klebekraft. Die Klebekraft ist hier nicht die beste. Da werde ich auf jeden Fall dann noch, wenn ich fertig bin, das nochmal gegen das Licht halten und gucken, wo überall die Steine fehlen. Ja, hier unten fallen sie auch alle. Ja, und dann direkt versiegeln. Platz hat es auf jeden Fall. Das seht ihr hier vor allem bei den hellen Farben. Also es ploppt auch nicht, sondern es ist wirklich die Klebekraft. Die ist einfach, ja, nicht so gut. Ihr seht, mir fehlt hier wirklich nur noch ein ganz kleines Eck. Aber ich finde es auch ein echt schönes Bild. Das ist ein Kooperationsbild von Victoria's Moon. Und ja, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Der Panther und die mein liebevoll Panther Lady genannt. Das Bild hat eigentlich keinen Namen, ne? Das ist hat nur eine Produktnummer. So, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt auch ein absolutes Herzensprojekt, aber leider hat das auch seine Fehlerchen, leider. Und deswegen liegt es auch so lange auf meinem WIP-Stapel. Ihr erkennt hier jetzt noch gar nicht viel. Jetzt halte es euch mal in die Kamera. Ja, es ist unser Hochzeitsbild von mir und meinem Mann. Das habe ich damals personalisieren lassen bei Diamond Painting mit Herz. Nur leider ploppen mir hier die Steine und es ist, das Bild zu setzen, also ich habe ja schon weiter gepaintet, das ist eine Herausforderung. Die Klebekraft ist wahnsinnig stark. Also da muss man, das Bild kann ich auch nur mit Pinzette painten, da muss man wirklich ganz stark, ganz genau setzen, sonst verschieben geht er nicht mehr, weil die so stark ist, die Klebekraft. Verpixelt ist es wunderschön, also gibt es gar nichts zu sagen. Mal gucken, vielleicht setze ich mich mal wieder dran und ja, ist halt schade. Ihr seht, hier fallen auch die Steine raus, das ist, weil es halt bloppt. Ja. Oder halt nochmal irgendwie versuchen zu versiegeln, aber es ist halt echt schade, ja. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich muss es mir mal noch überlegen. Deswegen liegt es auch so lange schon ungepaintet auf meinem Stapel. Jetzt kommt ein Projekt, da habe ich noch nicht wirklich viel gepaintet, aber das ist angefangen und ich habe da mit euch auch schon öfters mal drüber gesprochen. Ja.
Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, und zwar, das ist mein Restesteinchenbild in eckig. Und zwar habe ich mir ein Bild selber gepixelt und übertrage es via Pattern Keeper auf eine Blanko-Leinwand. Dazu gibt es schon mehrere Videos, weil ich das immer wieder erwähne, wenn ich ein Bild fertiggestellt habe und die Steinchen zurücksortiere, sortiere ich die automatisch schon in meinen Koffer. Ich habe auch schon einige da gesammelt. Ich könnte eigentlich mal weiter painten. Habe ich aber noch nicht gemacht. So. Dann, was haben wir jetzt? Oh ja, jetzt ist ein aktuelles Bild, das ihr alle bestimmt kennt. Und zwar, tada! Ach, ich zoome euch mal raus wieder. Mein Underwater Beauties von Karat Art, das aktuelle Sommer-Event-Bild. Ja, ihr seht, ich habe jetzt tatsächlich erst ein Drittel geschafft. Es liegt aber einfach daran, dass ich auch keine Zeit habe zum Painten. Aber ich hoffe, ich kann noch einiges mit noch dran machen. Ob ich es ganz fertig bekomme, weiß ich nicht. Aber ich sag's euch, ihr seht ja schon, ne? Wie das schon funkelt. Ist Wahnsinn. Es macht so, so viel Spaß, das zu painten. Also, das wird auf jeden Fall fertiggestellt. Das bleibt auf meinem WIP. Also, das bleibt nicht auf dem WIP-Stapel, das bleibt auf meinem Stapel aktuell gepaintet. Dann kommt noch ein Bild, was ich auch voll, voll schön finde. Das ihr auch schon kennt von mir. Und zwar ist das aus dem Adventskalender von der Janine und mir. Wir haben uns ja letztes Jahr einen Adventskalender gepaintet. Und ich ziehe da ja jeden Monat ein bis zwei Bilder, die ich mitnehme in den Monat, also beim Simonopoly, damit die Bilder halt nicht direkt auf den Stash wandern und unberührt da liegen. Ne? Deswegen wird das Bild... ja, also es macht richtig Spaß. Ich habe hier auch Jelly ABs eingebaut. Die sind super schön von Peach Moon Art. Mega, mega schön. Also das Bild gefällt mir richtig gut von den Farben her. Das macht richtig Spaß. Also da werde ich sicherlich auch dran weiter painten. Wann ich das fertigstelle, ich weiß es nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe. Wir werden sehen. Es ist aktuell im Diamondopoly drin diesen Monat. Und mal schauen, ob ich... da noch dran painte. Ich habe ja noch bis Mitte nächsten Monats Zeit, also ich mache ja immer mittig. Und jetzt kommt ein Projekt, das ich auch mega schön finde und das auch eigentlich aktuell ist und das ich auch dieses Jahr fertig painten möchte. Ist auch nicht mehr ganz so viel zu painten und ihr seht schon, das ist einmal Mama Knows Best von der Künstlerin Mandy Lanzano von Diamond Art Club. Oh, es ist schön. Diese kräftigen Farben. Ich mag es einfach. Ich liebe es einfach von Diamond Art Club. Diese kräftigen Farben, das ist einfach toll. Es macht Spaß, es anzuschauen, oder? Mega schön. Ihr seht, hier fehlt eigentlich nur noch das untere Drittel. Das dürfte ich doch auch noch schaffen dieses Jahr. Das habe ich gepaintet zum Event Drachenfestival von der Katrin und von der Diamonds by Valley. Ach, wartet mal, ich muss da mal ganz kurz, hat sich das eingeschlagen? Nicht, dass ich mir da einen Knick reinhole. So, ah ja, jetzt kommt auch noch ein aktuelles, was ich gerade am Painten bin, was auch bald fertig ist. Tada! Ja, es ist Friend of Maidens. auch von Mandy Manzano. Das habe ich gepaintet zum Event, Mandy Manzano Event. Das war im Mai. Ja, im Mai ist das angefangen. Das wird auch fertig. Ihr seht, es ist nicht mehr viel. Das heißt, das wird auch runterwandern dieses Jahr noch von meinem, meinem Stash der Wips. So, das sind schon auf jeden Fall schon mal drei Bilder, die fertig werden. Das ist einmal das Mandy Manzano und dann Mama Knows Best, mein Underwater Beauties und ach ne, und die Panda Lady, die wird auch für dich. Also es sind schon vier Bilder, die auf jeden Fall runterwandern. Dann habe ich noch ein Bild, auch ein totales Herzensprojekt. Und zwar ist das die
Schildkröte von Pecho Moon Art. Von der Künstlerin Tiny Tummy. Auch ein wunderschönes Sommerprojekt. Vielleicht schaffe ich es auch, das jetzt noch im... Ich habe jetzt dann Urlaub und kann painten. Und hoffe, dass ich das vielleicht auch noch fertigstellen kann. Dieses Jahr, es wäre sehr, sehr schön, weil es ist... Ich finde es so schön, das Bild. Es macht so Spaß, es zu painten, weil die Qualität halt auch echt megamäßig gut ist. Also wenn ihr noch nicht bei der Pecho Moon Art bestellt habt, bestellt mal bei ihr. Also sie macht die Qualität ist megamäßig. Dann haben wir hier noch ein angefangenes Projekt. Das ist auch aus dem Adventskalender von der Janine und mir. Da habe ich tatsächlich nur den unteren Teil hier so ein kleines Stückchen gepaintet bisher. Aber es ist angefangen und daher zählt es auch zu den Vips. Gibt es gar nicht so viel zu erzählen dazu, ne? Ah ja, auch ein sehr, sehr schönes Bild. Das habe ich angefangen zu der Karat Art Challenge auf Instagram. Ihr seht, es wurde eingeteilt in mehreren Feldern. Da habe ich jetzt das ziemlich lang liegen lassen, gar nicht mehr dran weiter gepaintet. Aber das finde ich auch schön. Ist auch nicht so groß. Das sollte ich eigentlich noch schaffen dieses Jahr. Ich denke, das nehme ich mir auch vor, dass ich das dieses Jahr noch schaffe. Aber mega. Also auch die Qualität von Karat Art ist einfach hammermäßig gut. Zwar echt auch ein bisschen Konfetti-lastig, muss ich echt sagen. Karat Art Bilder sind keine Color-Blocking-Bilder. Zumindest die, wo ich größtenteils painte. Es gibt sicherlich auch Bilder, wo mehr Color-Blocking drin ist. Aber die, wo ich bisher gepaint habe, die haben halt auch viele Farben. Ne? So, dann habe ich noch ein Bild, das ist eigentlich auch so zu zwei Dritteln fertig. Das ist einmal die Weihnachtskatze. Die habe ich im Januar, Februar, glaube ich, irgendwann rum angefangen zu painten. Die ist aus dem Adventskalender von der Janine und mir. Ihr seht, fehlt auch nicht mehr viel, könnte dieses Jahr vielleicht auch noch fertig werden. So, dann sind wir hier bei... Oh ja, jetzt kommen zwei Bilder hintereinander ziemlich schnell, die ich jetzt zu Drills and Chills fertig painten will. Ich weiß, ich kann die eigentlich offiziell nicht painten zum Event, weil sie schon angefangen sind. Ich muss mich mal informieren, ob ich trotzdem in die Gruppe kann und teilnehmen kann. Mir geht es jetzt auch gar nicht so unbedingt darum, dass ich da jetzt an den Gewinnen teilnehme, sondern dass ich halt einfach zwei Bilder habe, die ich painten will, halt jetzt im September und im Oktober. Und zwar habe ich einmal die Mermaid Witch von Karat Art. Das kennen auch viele. Das habe ich letztes Jahr angefangen zu Drills and Chills. Aber ihr seht, ich habe noch gar nicht so viel geschafft. Das ist vielleicht, ja, nicht einmal ein Viertel, denke ich mal, was ich hier gepaintet habe. Es ist auch relativ groß. Es hat eine Größe von 65 x 77 cm. Also ist doch ordentlich. Aber das möchte ich auf jeden Fall gerne mitnehmen in den September. Das wird auf jeden Fall eins meiner Drills and Chills Bilder. Oder Bohrer und Schüttelfrost. Und dann das nächste, das wird auch eins, das hätte ich auch angefangen, das möchte ich auch fertig painten. Und zwar ist das Mixing Magic von Karat Art. Das habe ich 2021 angefangen für Thrills and Chills und auch nicht fertig gemacht. Ich zeige euch mal das so. So sieht es aus. Ja. Originalbild, ne? Hier ist jetzt halt das Gesicht leider durch das Release Paper. Da werde ich wahrscheinlich auch Backpapier drauf machen. Gefällt mir einfach besser. Ich kann es ja mal runter machen, ne? So sieht es irgendwie schöner aus, wenn man das Gesicht sieht, ne? Ja. Das wird auch auf jeden Fall mitgenommen. Ist auch super schön und macht auch mega viel Spaß, ne? Also das ist echt ein tolles Bild. Das hatte ich mich auch direkt verliebt, als ich es gesehen habe. Mega schönes Projekt. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht fertig painte. Wahrscheinlich auch einfach aus Zeitgründen. Es ist schon so. Leute, ich sag's euch.
Der Tag bräuchte 48 Stunden, aber das haben bestimmt schon viele von euch gesagt, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, jetzt kommt noch ein Bild. Ja, das sollte eigentlich ein Geschenk werden. Ich habe es aber noch nicht wirklich fertig gepaintet. Ich habe noch nicht viel dran gepaintet, aber da die Beschenkte nichts davon weiß, habe ich da auch keinen Zeitstress. Also ich werde es auf jeden Fall mal noch weiter painten. Oh, da sind die Steine. Ich glaube, das ist irgendwie beim Aufhängen hat sich das eingeknickt. Ich glaube, dass es so umgeknickt war. Deswegen, da muss ich hier die Steine nachsetzen. Ist aber nicht schlimm. Das legt sich auch wieder aus. Ja, und zwar habe ich mir das personalisieren lassen bei der Firma Homefun. Das ist einmal das Klavier. Einige von euch wissen sicherlich, um welches Bild es sich handelt hier. Das macht hier, ich habe hier ein ganz langes draufliegen, das will jetzt gerade hier davon. Ja, mega schön. Hier habe ich angefangen mit Schachbrettmuster im Vierer zu sitzen. Und ja, das wird auf jeden Fall auch weiter gepaintet. Mann, weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Jetzt kommt es lange, dass ihr gerade die Biege machen will, aber nein. Und zwar ist das von Diamond Painting Deutschland Elephant Love. Ich ziehe euch mal nochmal raus. Zup. Ja, hier. Ihr seht es, es ist mega lang, glaube ich 1,20 Meter, oder? Und das ist von Taimi Alba. Ja, ein Bild von Diamond Painting Deutschland. Das habe ich geschenkt bekommen von meinen lieben Mods-Mädels aus der Gruppe Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet. Hier lösen sich die Steinchen. Kann sein, dass da der... Es sieht aus, als ob da der Aufhänger war vom Bügel. Mal gucken, muss ich einfach mal hier nochmal nachkleben. Ja, das ist der Nachteil, wenn Bilder halt lange hängen und man sie nicht versiegelt. Aber ihr seht, da habe ich quasi so einen Streifen jetzt. Das sind vielleicht 15, 18 cm. Ja, aber gefällt mir auch mega. Ja, am liebsten würden wir alle gerne gleichzeitig painten, ne? Oh, wenn man einfach nur die Zeit. Jetzt kommen die kleinen Bilderchen. Jetzt kommt ein Bild. Das ist mein ältestes VIP. Jetzt kann ich euch vielleicht auch ein bisschen ranzoomen wieder. Damit. So. Ja, das ist mein ältester VIP. Und ja, da schäme ich mich tatsächlich, dass ich das euch noch zeigen muss, weil ich habe es schon so oft in die Kamera gehalten. Ja, der eine oder andere wird wahrscheinlich denken, Mensch, Mädle, warum hast du das noch nicht fertig gepaint? Ja, es ist auch so. Tada! es ist einmal hier dieser Shabby Blumentopf von der Firma Homefun. Das ist einer meiner allerersten Bilder. Hier habe ich damals euch gezeigt, wie man doppelseitige Klebefolie durch Flüssigkleber austauscht. Weil bei Homefun, jeder, wo das schon eingekauft hat, weiß, Homefun die Folie. Man kommt nicht drum rum, man hat immer Luftblasen drin. Und ich habe das ausgetauscht durch Flüssigkleber. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Schaut da auch einfach in die VIP-Liste, nicht in die VIP-Liste, in die Playlist Tipps und Tricks. Da ist das mit verlinkt. Also bietet sich auf jeden Fall an, wenn man gerade auch so ältere Bilder hat, die schon lange auf dem Stash liegen. Da die tendieren einfach dazu, halt schnell Luftblasen zu ziehen, ne? Und dann könnt ihr euch das auch austauschen. Ja, die Nummer stimmt nicht ganz. Ich hatte das damals vergessen, als ich kategorisiert habe. Deswegen kam es dann halt zum Schluss. Es ist 226, aber macht ja nichts. Es ist auf jeden Fall festgehalten in meiner Auflistung. Vielleicht bearbeite ich die auch nochmal. Mal schauen. Es war schon viel Arbeit. Ihr seht, da steht 226. Das sind jetzt weit mehr als 226 Bilder bei mir. Ja, jetzt kommt ein Bild. Das hatte ich mir einfach mal zwischendrin Lust, das zu painten. Und zwar, ihr seht, da habe ich aber noch nicht viel gepaintet. Gerade hier unten ein bisschen, ne? Und hier am Arm ein bisschen.
Ja, ich fand das damals so schön. Das ist von der Firma FG Normal und hat auch nicht viel Farben, 19 Farben nur. Aber ich finde, das ist so ein Wohlfühlbild, ne? Ja, ich lege das jetzt einfach mal hier auf die Seite, weil das brauche ich jetzt nicht auf den Boden legen, das kann hier kurz liegen noch. Jetzt kommt ein Bild, was ich aktuell jetzt noch weiter painten möchte. Das ist Hello Sunshine. Das habe ich auch gezogen im Diamondopoly. Mal sehen, ob ich es bis zum 10. fertig bekomme. Im September. Weil ich mache ja immer zum 10. Da Strickepfacher drauf. Dass ich wieder reingehängt habe. So. Das denke ich, wird auch fertig werden. Das wird noch fertig. Dann das hier wird auch noch fertig. Das ist mein allerneuestes, mit einer der neuesten WIPs. Das habe ich ja angefangen im August. Da bin ich auf das Feld gekommen, mein neuestes Snackbild. Und ja, da habe ich nicht mehr viel zu painten. Da unten die Blume ist schon gepainted. Ich muss eigentlich nur noch außen rum. Das habe ich jetzt aber noch nicht angefangen, weil ich einfach. Einfach nicht dazu und ich will unbedingt das Eventbild halt weiter painten. So, und dann sind wir schon beim letzten Bild. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Bild, aber darauf muss ich einfach Lust haben und deswegen ist es auch noch nicht so weit. Tada, es ist von der Tini Schnickschnack. Es ist ein AB-Bild. Hier habe ich schon mal weiter gepaintet. Es besteht nur aus AB-Steinen. Und ja, da muss ich einfach Lust drauf haben, auf nur AB-Steine zu setzen. Naja, ihr wisst ja, AB-Steine, die haben so ne, dass man viel Wachs nachladen muss und einem manchmal auch das Wachs rauszieht. Obwohl ich painte das am liebsten halt mit meinem Bienchenwachs. Das funktioniert sehr, sehr gut. Trotzdem muss ich auch oft nachlegen, weil die Beschichtung einfach im Wachs unten hängen bleibt und dadurch die Klebekraft natürlich schneller verloren geht als bei normalen Steinchen. Ja, das ist auch einer von meinen diesjährigen angefangenen Bildern. Ja, da haben wir jetzt mal unsere WIPs. Ich habe gedacht, ich fange jetzt mal mit dem WIP-Video an. Die nächsten Videos werden. Ach so. Ich habe ja noch das eine WIP. Und zwar, ich blende euch jetzt das WIP ein. Und zwar ist das, wie heißt es, von Diamond Painting Deutschland, Josephine Wall. Und zwar ist es die Snow, nee, nicht Snow Queen. Oder? Snow Queen? Sag mal. Wie heißt es? Ich blende es euch einfach ein. Ne? Hier ist einmal. Das angefangen, da habe ich nur unten einen Streifen. Das ist riesengroß. Das ist 1,20 Meter mal, glaube 90 cm. Also mega groß. Deswegen kann ich es euch auch nicht hier reinlegen. Es hat doppelseitige Klebefolie. Das heißt, ich kann es auch nicht aufrollen. Ich blende euch einfach den Fortschritt hier vorne ein. Das habe ich angefangen letztes Jahr im Dezember. Dezember, ja, das habe ich mit zwei Mädels noch zusammen gepaintet. Eine schon fertig. Und ja, ich habe es dann weggelegt, weil ich dann im Frühling, also wir haben gesagt bis zum März und ich hatte dann nach März auch keine Lust mehr daran zu kleben. Und ich glaube, ich war auch gar nicht in der Stimmung irgendwie auf dieses Konfetti-Bild, weil es ist ja sehr konfettilastisch. Ich hatte zwar nur 160 Farben, keine 275 oder 215 wie mein Drache. Und von daher geht's noch, ne? Aber man muss auch Lust drauf haben, weil es halt auch ein Riesenprojekt ist, ne? Vielleicht werde ich mir das dieses Jahr im Winter wieder ranholen und weiter painten. Wir werden es sehen. Ihr werdet es mitbekommen auf jeden Fall. Und ja, das waren meine WIPs. Ihr seht, es sind einige Bilder, aber ich erhoffe mir doch, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall. Also wir haben gesagt, vier Projekte werden auf jeden Fall fertig werden. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht mit Trills und Chills. Vielleicht werden die zwei Hexen auch noch fertig im September und Oktober. Und wir werden sehen. Ich werde sicherlich auch noch was anpainten dieses Jahr. Denke ich sicherlich, so wie ich mich kenne. Und dann wird natürlich dieses und dieses Bild auf jeden Fall fertig gepainted. Die zwei Bilder werden definitiv fertig gemacht. Und ja, also es werden ein, ich
Ich denke mal, dass ich vielleicht fünf, sechs Bilder auf jeden Fall noch runterbekommen von meinem Stapel angefangener Bilder. Und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht werde ich auch nächstes Jahr einfach in mein Diamondopoly statt den Monsterchenkarten einfach ein Bild, ein angefangenes Bild runtersetzen. Das fände ich, glaube ich, cooler. Dass man einfach an dem Bild mal wieder weiter paintet, das schon angefangen ist. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Verurteilt mich bitte nicht. Es ist meine eigene Entscheidung, wie viele Bilder ich anfange zu painten und wie viele ich fertigstellen möchte und wie oft ich daran painten möchte. Ne? Also das einfach jetzt mal noch kurz am Rande. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir unten auch reinschreibt, wie sieht denn euer angefangener Stapel an. Schreibt mir doch mal unten rein, wie viele Bilder habt ihr denn angefangen oder woran arbeitet ihr gerade an wie vielen Bildern, ne? Schreibt mir das gerne mal unten rein. Es würde mich sehr, sehr interessieren, ob ich die einzigste Verrückte bin, die 24 Bilder angefangen hat zu painten oder ob ihr da mir auch Gesellschaft leistet. Ja. Ich brauche halt einfach die Abwechslung und ich liebe es, neue Bilder anzufangen. Und ja, pennt ja auch an den anderen weiter. So ist es ja nicht. Also ich kriege ja auch immer wieder welche fertig. Ihr seht es ja in den Reviews. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Eine schöne Restwoche, wenn ihr das Video heute anschaut. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr natürlich das auch gerne tun. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.